Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich wie immer ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs liebevolle Kommentieren, für die Wertschätzung, die ihr mir und meinem Kanal auf ganz verschiedenen Wegen entgegenbringt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, lieber Löwe oder der, die du hier auf einen Löwe schaust, heute schauen wir gemeinsam, wie es denn in Sachen Liebe, Liebesverbindungen im August bei dir aussieht. Dabei ist es völlig egal, ob du auf einen Wunschpartner schaust, auf eine bestehende Verbindung schaust, auf einen Ex-Partner schaust oder vielleicht sogar auf jemanden, mit dem du gar keinen Kontakt hast. Und zwar habe ich die Legung so aufgebaut, dass da deine Energie liegt als Zuschauer, hier die Energie deines Gegenübers und hier ist euer Miteinander. Falls du während der Legung bemerkst, dass du doch eher hier bist und dein Gegenüber doch eher hier, dann dreh dir das bitte um, dann ist das spiegelverkehrt, das kann passieren. Es ist auch wie immer eine allgemeine Legung. Sie kann auf dich zutreffen, muss sie aber nicht. Und ich versuche auch geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht immer gelingt, dann dreht euch das bitte so um, wie das in eurer Konstellation passend ist. Zu dieser Legung gibt es natürlich wie immer eine erweiterte Legung auf Vimeo. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne das auch nochmal in den Kommentaren an. Wenn du gerne wissen willst, wie geht es denn mit diesem Menschen hier weiter? Was denkt denn dieser Mensch über dich und über eure Verbindung? Was fühlt denn dieser Mensch für dich? Wie kommt denn dieser Mensch in den nächsten Schritten auf dich zu? Was wird er oder sie denn in deine Richtung unternehmen? Wann wird denn das ungefähr passieren? Und wie kannst du dich denn hier am besten verhalten, damit das Ganze positiv voranschreiten kann? Auf diese und auf andere Fragen gehe ich in der Erweiterung ein und ich würde mich freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Wie gesagt, der Link dafür ist unten in der Infobox. Gut, dann ist soweit alles gesagt und wir starten in deine erste Karte im Monat August. Und dann habe ich hier die Gerechtigkeit. Kann für das Sternzeichen Waage stehen oder einfach nur diese Energie repräsentieren. Also du wirst im August Gerechtigkeit erfahren, Fairness erfahren. Es wird etwas in den Ausgleich kommen, es wird etwas in die Balance kommen. Auch dadurch, dass du eine Entscheidung triffst und das alles klar kommunizierst, ja, was dich bewegt, deine Wahrheit, deine innere Wahrheit, was du denkst, was du fühlst, ne? Eine klare Entscheidung treffen, die gut für dein Leben ist und das auch klar an- und aussprechen und das bringt das Ganze auch in die Balance, ne? Also du wirst hier im Monat August Gerechtigkeit erfahren. Und dann habe ich die Mäßigkeit, kann für das Sternzeichen Schütze stehen oder einfach nur diese Energie repräsentieren, ne? Du bekommst Gerechtigkeit und den Ausgleich in Form von Heilung. Ne? Die Mäßigkeit ist auch eine große Heilungskarte. Besonders was Beziehungen betrifft, besonders was dein Liebesleben betrifft, ne? Weil ich hier die zwei der Kelche habe, die ineinander fließen. Ne? Vielleicht war das in der Vergangenheit so, dass du viel durchgemacht hast in Partnerschaften, in zwischenmenschlichen Verbindungen. Und jetzt sagt die Karte der Mäßigkeit, jetzt kommt hier Heilung rein. Ne? Auch was die vergangenen Verbindungen betrifft. Die Mäßigkeit ist keine schnelle Karte. Ne? Das ist ein Prozess, der beginnt im August und führt weiter fort in die anderen Monate. Ne? Aber du wirst es merken, dass es jetzt leichter für dich wird in zwischenmenschlichen Verbindungen. Dann habe ich hier bei dieser Bebilderung auch so dieses Peace-Zeichen. Ne? Peace out. Habe ich hier so. Friede sei mit dir. Na, das ist so, okay, das und das habe ich erlebt, das ist mir passiert mit anderen Menschen, hast hier vielleicht auch einige Wunden davongetragen und das ich krieg so, geh in Frieden, aber geh. So kriege ich das. So kriege ich das rein. Ne? Peace, Bruder, geh in Frieden, aber geh. Okay. Und dann habe ich hier die sieben da. Stäbe, ja, du wirst deine Wünsche, Werte und Bedürfnisse verteidigen nach außen und dich abgrenzen. Ja, also du wirst dich für dich einsetzen, für deine Wünsche, Werte und Bedürfnisse und dich nicht von außen angreifen und attackieren lassen. Ja, du stehst für dich ein. Na, das ist so, das, was dir nicht gut tut, kann weg. Ja. Geh in Frieden, aber geh. Peace out, Bruder. Den Satz kriege ich ganz stark rein. Also du wirst auf jeden Fall, es beginnt gerade ein großer Prozess der Heilung für dich, was zwischenmenschliche Verbindungen, Partnerschaften angeht. Ja, und da wirst du dir auch in Zukunft nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen, sondern für deine Wünsche, Werte und Bedürfnisse einstehen.
und da auch keine Diskussion zulassen. Ne? Das, was deine Werte sind, das, was deine Wünsche sind und deine Bedürfnisse sind, da lässt du mit dir nicht verhandeln. Ne? Das ist wie in Stein gemeißelt. So, dann schauen wir mal auf dein Gegenüber. Da haben wir hier den Teufel. Kann für das Sternzeichen Steinbock stehen. Also ich kriege hier jemand rein, der sehr extrovertiert ist. So ein bisschen avantgardistisch kriege ich rein. Also das ist jemand, der braucht Aufmerksamkeit. Das ist jemand, der betritt den Raum und will angeschaut werden, will im Mittelpunkt stehen. Hat auch viele Menschen um sich rum, um dort Aufmerksamkeit zu ziehen. Ne? Ich krieg so rein, eine Person reicht nicht, damit die Aufmerksamkeitssucht dieses Menschen befriedigt wird. Der Teufel kann auch für Süchte stehen. Ne? Das muss nicht immer eine stoffgebundene Sucht sein, Alkohol, Drogen etc. Das können auch andere Süchte sein. Sexsucht, Spielsucht, ne? So eine Aufmerksamkeitssucht. Hier hatte ich versucht, jemand an sich zu ketten, an sich zu binden. Na, also hier hat man auch Liebe mit Sucht verwechselt, mit so ganz starker Anziehungskraft. Ne? Der Teufel steht auch für Sexualität, für eine sexuelle Anziehungskraft. Na, das könnte dieser Mensch verwechselt haben. Ja, hier hatte ich versucht, jemand an sich zu binden. Und deswegen sagst du ja wahrscheinlich: Geh in Frieden, aber geh Peace out, Bruder. Da fällt er gleich um. Und dann habe ich hier die Acht der Kelche. Dieser Mensch möchte sich aber von dieser Thematik wegbewegen, also von diesem Suchtverhalten, von dieser Gebundenheit, von dem, was dieser Mensch an den Tag legt. Man möchte sich davon wegbewegen, weil man hier schon die zwei der Kelche auf dem Gewissen hat. Ne? Die zwei der Kelche sind hier umgefallen. Die hat man schon auf dem Gewissen, also die Liebe, die Partnerschaft hat man hier schon auf dem Gewissen. Und das ist jemand, den kennst du aus der Vergangenheit, weil hier stehen noch sechs Kelche. Na, das ist jemand, den du schon länger kennst, vielleicht auch mit verschiedenen Etappen, ne, on-off, solche Geschichten. Ja, und dieser Mensch hat irgendwie Sehnsucht nach dir und möchte jetzt die wahre Liebe erfahren, die zehn der Kelche erfahren. Man möchte sich hier von diesem Toxischen wegbewegen. Und dann habe ich hier die drei der Stäbe. Das ist so, man plant hier etwas in Zukunft. Ne? Also dieser Mensch stellt sich gerade vor, wie soll meine Zukunft aussehen, ohne dieses Toxische, ohne dieses Gebundene. Wie soll da meine Zukunft aussehen und wie kann ich das am besten einfordern? Ne? Da braucht es eine Bewegung, nämlich von hier weg in eine schöne Richtung. Ne, man hisst hier die Segel. Man bewegt sich vielleicht auch von einem toxischen Umfeld weg, was das begünstigt hat. Dieser Mensch könnte jetzt auch gewillt sein, auf Reisen zu gehen, und man macht auf Reisen die Erkenntnis. Ja, das kriege ich auch rein. Ne? Die drei der Stäbe, das ist auch so ferne Horizonte entdecken, auf Reisen gehen. Du könntest mit diesem Menschen, das, was ich auch reinkriege, so eine verhängnisvolle Affäre gehabt haben. Also die hängt dir noch irgendwie nach. Ne? Von der erholst du dich. Ne? Das kann hier Gerechtigkeit und Mäßigkeit sein. Ne? Das ist, also hier ist jemand stark ein Verführer in deinem Feld gewesen. Du hast dich da auch verführen lassen. Ne? Ich krieg so eine verhängnisvolle Affäre. Vielleicht spielt der Film ja auch eine große Rolle oder hat dir irgendwie eine Botschaft zu senden. Ja, und hier macht sich jemand auf, um es in Zukunft besser zu machen. Ja, das kriege ich rein. Könnte eine Reise sein, die ausschlaggebend ist. Es könnte eine weltliche Reise sein, könnte aber auch eine intrinsische Reise sein, ne, eine Heilreise sein. Das schauen wir mal, wie es denn hier weitergeht. Dann habe ich hier dein Gegenüber, den Herr und den Baum. Also hier sucht jemand Stabilität. Hier versucht jemand zu heilen. Hier versucht jemand wieder in seine Kraft zu kommen, in seine Vitalität zu kommen. Raus aus der Sucht. Hier
Ja, hier sucht jemand Anbindung mit dem Baum. Stabilität und Sicherheit. Ja, möchte dieser Mensch erreichen. Im Hintergrund habe ich hier den Tiger, der steht für Kraft, für Mut, für Stärke. Ja, jetzt ist dieser Mensch gewillt, hier in die Heilung zu gehen, in die Stabilität zu gehen, in die Sicherheit zu gehen, sich vom Toxischen fernzuhalten. Und vielleicht ist hier auch jemand endlich gewillt, Wurzeln zu schlagen. Weil mit dem Baum, der Baum sind auch die sieben der Kelche. Das ist so dieses Gefühlschaos. Man weiß nicht, was man will in der Liebe. Man weiß nicht, ist es ein Traum, ist es ein Wunsch, ist es eine Illusion, ist es überhaupt kompatibel, will ich das überhaupt? Ne? Also es könnte auch sein, dass dieser Mensch hier toxische Wurzeln hat im Sinne von Familie. Ne? Dass hier faule Wurzeln sind. Ja, dass man vielleicht in der Kindheit, in der Jugend nie so eine Stabilität und Sicherheit erfahren hat, nie Liebe erfahren hat, nie Aufmerksamkeit bekommen hat. Deswegen hat man jetzt hier so eine Aufmerksamkeitssucht. Na, also, dass das irgendwie, dass das faule Wurzeln waren, dass hier auch Liebe, Gefühl und Empathie nicht weitergegeben wurden. Ne? Weil hier war immer ein Gefühlschaos. Und der Herr steht auch für das Ass der Kelche. Also hier will jemand wieder in den Neuanfang, in den Neubeginn gehen oder das erste Mal wirklich die Liebe von den Grundfesten her auf erleben. Jetzt hat dieser Mensch den Mut dazu, das hier anzugehen. Da schauen wir mal weiter. Und dann habe ich hier Solitude, also hier die Einsamkeit. Man merkt nämlich auch, dass es auf Dauer einsam ist, ne? Wenn man sich hier den Gebundenheiten hingibt, dem Toxischen hingibt. Ne? Hier fühlt sich jemand einsam, allein und verlassen. Es könnte auch für dich stehen, wenn dieser Mensch aus deinem Feld gegangen ist, ne? Oder wenn du mit diesen Menschen hier einiges erlebt hast. Und dann habe ich hier die Liebe. Man sehnt sich nach Liebe. Man sehnt sich nach Partnerschaft, man sehnt sich nach Geborgenheit, man sehnt sich nach dieser Stabilität und Sicherheit, die dieser Mensch in seinem Feld nicht erfahren hat. Ja, man fühlt sich ja einsam und man sehnt sich nach Liebe. Dann schauen wir hier nochmal ins Feld. Dann haben wir hier Wisdom, die Weisheit. Und dann habe ich hier Learning, Joy, Art, Music. Also das Lernen, die Freude, die Kunst und die Musik. Und dann habe ich hier auch zwei Schwäne. Ne? Die Schwäne, das sind Tiere im Tierreich, die sehr monogam sind. Die Schwäne verlieben sich nur einmal im Leben und dann sind die ja, auf ewig treu. Und einer von euch beiden könnte hier so die Liebe zur Musik entdecken, die Liebe zur Kunst entdecken. Irgendetwas Neues ausprobieren, irgendetwas Neues lernen und es könnte eine große Freude im Leben sein. Das bringt auch Stabilität ins Leben. Ja, das bringt wenn man das hier von der Familie nicht erfahren hat, dann sucht man sich das irgendwie im Außen und das könnte die Musik sein, die Kunst sein, irgendwas, was man lernt, könnte diese Stabilität bringen, die Liebe bringen ins Leben. Ja, dieses Menschen. Also dieser Mensch ist jetzt gewillt, hier in die Stabilität und Sicherheit zu gehen, aus seiner Einsamkeit rauszukommen, hier den Weg der Liebe zu gehen. Das geht über irgendwas, was gelernt wird. Allerdings könntest du sagen, geh in Frieden, aber geh, ne? Peace out, Bruder. Also das könnte sich für dich erledigt haben hier. Ne? Weil dich dieser Mensch in dieser Konstellation des Teufels wirklich in deinen Grundfesten erschüttert hat. Und jetzt bist du wieder bei dir, in deiner Balance, im Ausgleich, ne? Und in der Heilung und hast vermutlich den Plan, dich hier fernzuhalten, ne? Weil es dir gerade gut geht. Ne? Und weil du ihr deine Wünsche, Werte und Bedürfnisse nicht wieder für diesen Menschen opfern möchtest. Ihr Lieben, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie geht es denn trotzdem hier mit diesem Menschen weiter? Was denkt denn dieser Mensch über dich? Was fühlt denn dieser Mensch für dich? Wie kommt denn dieser Mensch in den nächsten Schritten auf dich zu? Was wird er oder sie denn
Unternehmen. Was ist es denn für eine Sucht? Wie kommt denn dieser Mensch davon los? Wann wird denn das ungefähr passieren? Und wie kannst du dich denn hier am besten verhalten, damit das Ganze positiv voranschreiten kann? Auf diese und auf weitere Fragen gehe ich in der Erweiterung ein. Ich würde mich ganz sehr freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Wie gesagt, der Link dafür ist unten in der Infobox. Und allen anderen wünsche ich eine wundervolle Zeit. Macht's gut, ihr Lieben, bis bald.